Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Moin moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Channel Castle Nerdskull. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht's um dieses feine Spielchen hier. Das ist Starship Samurai von Plaidhead Games. Brandneu, es findet gerade erst seinen Weg in die deutschen Online-Shops. Bei Docs Magic habe ich es schon gesehen, bei Fantasy Welt ist die Lieferzeit weiterhin 10 Tage. Ich habe es schon eine Weile, weil ich es mir bei Philibert vorbestellt habe. Und ich dachte mir, ich hau direkt ein Review dazu raus, weil ich glaube, viele von euch sind interessiert an dem Spiel, allein vom Setting her. Zumindest ging es mir so. Ja, das Setting, das ist es, was auch mich aufmerksam gemacht hat auf dem Spiel. Man sieht es halt eben schon. Und der Name suggeriert es ja auch, Starship Samurai. Es geht um fette Samurai-Mechs, die sich im Weltraum gegenseitig auf die Fresse hauen. Das erstmal so ganz grob. Storymäßig spielt das Ganze in der sogenannten Lotus-Galaxie, die von den Menschen bevölkert, immer weiter kolonialisiert wurde, bis es da nichts mehr gab. Und dann haben sich die einzelnen Clans gegeneinander gerichtet. Das Ganze spielt in so einer futuristischen, aber dennoch sehr japanisch angehauchten Welt. Und dann gab es einen großen Imperator, einen galaktischen Imperator Hoshi, der erstmal ein paar Jahrzehnte Frieden gebracht hat. Und als der jetzt davon gegangen ist in Richtung über den Jordan, haben sich vier große Clans herauskristallisiert, die gerne den Thron in Anspruch nehmen wollen. Und Überraschung, jeder Spieler übernimmt die Rolle eines dieser vier Clans und man kämpft eben um die Machtherrschaft in der Lotus-Galaxie und am Ende um die Thronherrschaft. Darum geht's. Ja, das Setting, das ist mega, mega cool und hat mich, wie gesagt, schon aufmerksam gemacht auf das Spiel. Und ich erkläre euch jetzt einmal die Regeln und dann kommen wir einmal zu dem Fazit, ob dieses fette Thema denn auch das Spiel tragen kann. Bis gleich. So, dann ist das einmal der Spielaufbau zu Starship Samurai für drei Spieler. Spieler Blau, Grün und Rot. Zu Beginn bekommt jeder Spieler erstmal ein Spielertableau, die Aktionsmarker in seiner Farbe, die Raumschiffe in seiner Farbe. Haben wir hier mal den Carrier und den Fighter, kommt alles in sein Supply. Zwei Karten, die genau sagen, was die Schiffe können. Und noch seinen Siegpunktmarker, den er hier oben auf die Leiste hinlegt. Außerdem noch zwei Karten, den Elite General und den Change Strategy Karte. Die sind also bei jedem Spieler gleich. Dann hat man schon mal zwei Karten für den Anfang. Die Samurais werden dann gedraftet. Ich hole mal eine so eine Karte raus. So, der Startspieler sucht sich dann einen raus. Dann geht es reihum. Der zweite Spieler sucht sich einen aus. Der dritte Spieler sucht sich dann zwei aus. Es geht in umgekehrter Reihenfolge weiter. Das heißt, der zweite sucht sich einen aus, sodass sich der erste Spieler dann als letztes seinen zweiten Samurai aussucht. Jeder hat zwei Samurai, nimmt sich dann die entsprechenden Minis und die sehen schon echt cool aus, wie ihr hier seht. Und auch die kommen in den Supply. So, hier unten werden die neutralen Clanmarker bereitgelegt. Die wandern nämlich hier immer im Laufe des Spiels in der Alignment nach oben. Erkläre ich gleich. Dann gibt es noch die Orte, um die sich eigentlich alles dreht. Die haben wir hier unten. Und zwar je nach Spieleranzahl werden eben die Orte ausgelegt. Das heißt in dem Fall hier drei. Von den Ortskarten, Achtung, muss man darauf achten, dass man welche aussortieren muss. Nämlich immer die, die so viele Pünktchen hier unten in der Ecke haben, wie Spieler dran teilnehmen. Also sprich, wir sind drei Spieler, alle Karten mit Dreier-Dots kommen raus. Und dann bleiben die Ortskarten übrig, werden gemischt und auf jedem Ort wird hier eine Karte verteilt. So sieht das dann aus. Also hier zum Beispiel Usako. Und schaut euch echt mal dieses coole, coole Artwork auf den Ortskarten dran. Da ist so viel drauf los. Wunderschön. So. Dann wird noch ein Startspieler ermittelt, der bekommt den Startspielmarker und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen hier oben hin. Zap, zap, so. Hier oben sind noch die restlichen Taktikkarten, die ich noch vergessen zu erwähnen. Und hier sind die Wealth-Tokens, die halt Geld symbolisieren.
So, es wird über 4 Runden gespielt und wer danach die meisten Siegpunkte, in dem Spiel ist es Honor, also Ehre ist, der hat dann gewonnen. Ein Spielzug ist relativ simpel. Man hat genau eine Aktion, die man ausführen kann. Vorher kontrolliert man aber immer, ob man in einem der Gebiete hier unten die Vorherrschaft hat, also die größte Stärke. Das ist ein ganz netter Kniff. Das heißt, das macht man am Anfang seines Zuges, um dann den entsprechenden Benefit zu erhalten. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel gucken von Ort 1, Jensei, auch wieder tolles Artwork, dann würde man hier einmal den Clan-Marker von diesem Clan hier, den würde man einen nach oben oder nach unten setzen, je nachdem, wo er sich gerade befindet, und man würde einen Wealth-Token bekommen. Das heißt, dieser Marker hier würde dann eben nach oben oder nach unten wandern. Warum nach oben oder nach unten? Der kann ja schon auf dem Alignment hier von dem grünen Spieler sein und dann würde ich ihn natürlich einen nach unten setzen, weil wenn er wieder neutral ist, dann kann ich ihn eben hier in meine Richtung schieben. So, und dann habe ich 4 Aktionsmöglichkeiten und eben meine 4 Aktionsmarker. So, ich kann Move Allegiance, also sprich, ich kann hier einen neutralen Marker bewegen, up to X Spaces. Ich kann X Action Cards ziehen, das sind ja diese hier. Ich kann X Einheiten bewegen oder ich kann X Wealth bekommen, also X Geld. Warum steht da immer X? Weil das davon abhängt, welchen Token ich da hinlege. Also sprich, wenn ich jetzt die 4 nehme, zap, zap, und ich lege die auf Move Units, dann kann ich 4 Units bewegen. Lege ich dann eine 1 hin, kann ich eben auch nur eine Einheit bewegen. Das kann ich immer mit Wealth upgraden. Also sprich, wenn ich hier ein paar Wealth Tokens habe, kann ich das immer so weit upgraden, dass ich sage, okay, ich lege hier, weiß ich nicht, zap, zap, die 4 hin, und noch 2 Wealth Tokens, dann dürfte ich jetzt 6 Einheiten bewegen. Gehen wir die einzelnen Aktionen mal durch. Move Allegiance ist ziemlich eindeutig, das heißt, dann kann ich hier eben einen Clan-Marker entsprechend viele Felder bewegen, mit der 4 zum Beispiel 4 dann in meine Richtung, wenn ich jetzt der rote Spieler war, 1, 2, 3, 4. Oder eben, wenn jetzt zum Beispiel dieser sich hier bewegt, könnte ich ihn auch 1, 2 wieder neutral bewegen und die anderen 2 Felder dann in meine Richtung bewegen. Zum Beispiel. Hier unten Gain Wealth ist auch völlig klar. Ich kriege entsprechend viele Wealth Tokens, also Geld Tokens. Draw Cards ist auch ziemlich klar. Ich ziehe entsprechend viele Karten hier, wobei ich nie mehr als 5 Karten auf der Hand haben darf, zu keinem Zeitpunkt. Das wird also immer sofort überprüft, dann muss ich halt eine Karte abschmeißen. Und Move Units, das ist eben, ich kann Einheiten aus meinem Supply in die Orte reinschieben oder von einem Ort zum anderen schieben. Das ist völlig egal. Wenn ich jetzt also 3 Einheiten bewegt habe, dann könnte ich hier schwupp meinen Samurai hier rein bewegen. So, und hier, was weiß ich, schiebe ich noch 2 Schiffe rein. Das wäre jetzt ein Move 3 zum Beispiel gewesen. Dann, nachdem ich meine eine Aktion ausgeführt habe, kann ich immer noch eine Order-Karte, das sind diese hier, die unterscheiden sich nämlich zwischen Battle und Order, kann ich immer noch eine Order-Karte von meiner Hand spielen, wenn ich denn die Kosten bezahlen darf, weil die haben Kosten hier oben, ihr seht es. Ja, manche kosten Wealth und manche kosten sogar Ehre. Wieder andere kosten Schiffe, da muss ich also ein Schiff zerstören. Ich darf dann also eine Karte spielen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Spieler. Der guckt, kontrolliere ich irgendwo ein Gebiet? Nein, wenn nicht, dann was weiß ich, mache ich eine Aktion. Bewegt er sich auch mal hier, schuppdidupp da rein. Mit dem Carrier, ein Carrier kann 2 Schiffe mitnehmen, schuppdidupp. Es waren 2 Movement und das dritte Movement dann auch hier. Dann ist der grüne Spieler dran und so weiter und so fort. Machen wir das auch nochmal eben schnell. So, der grüne Spieler, der denkt sich, scheiß auf die anderen beiden. Ich gehe da mal lustig hier in das System rein. Da stört mich keiner. So, ihr seht schon hier und hier sieht man es. Die Orte haben nicht genug oder nicht genug, nicht ausreichend Plätze für alle Einheiten. Das heißt, wenn voll, dann voll.
Wenn jetzt quasi der rote Spieler noch dran ist und er zieht mit seinem Mac noch hier rein, dann ist das Feld erstmal belegt. Nur noch Macs, wenn sie sich bewegen, können sich in ein volles Gebiet reinbewegen. Die zerstören dann einfach das ein Schiff, was da drin steht. Also sprich, wenn der sich jetzt hier noch rein bewegt, der macht dann einfach hier so ein rotes kleines Schiffchen platt. Kaputte Schiffe kommen erstmal beiseite, werden aber am Ende der Runde wieder in den Supply reingelegt. So. Ne, der blaue Spieler hätte jetzt hier zum Beispiel die Mehrheit, glaube ich, müsste man genau gucken. Die Samurai haben halt eine entsprechende Stärke halt, hier 3. Ne? Die Standardschiffe haben Stärke 1 und der Carrier 2. Wobei das bei den Samurai durchaus unterschiedlich ist. Es gibt auch einen 6er, ja, der da also wirklich Palaver macht. Also hier hätte Blau jetzt schon, na klar, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 die Stärke, die größte Stärke, während Rot hier mit 4, weil er die Schiffe stärker macht, ein bisschen unterrepräsentiert ist. Aber gut, könnte er als auch hier noch rausziehen, weil er denkt, Mensch, ist verlorener Posten. Ich bettel mich lieber da hinten ein bisschen mit Grün, ne, damit der hier den Bonus nicht bekommt und so weiter und so fort. Das Ganze 4 Runden lang, bis alle Spieler ihre 4 Aktionsmarker gesetzt haben. Man kann übrigens auch auf das gleiche Feld setzen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt in meiner ersten Aktion 4-mal Movement habe, darf ich durchaus in meiner nächsten Aktion eine 3er-Movement-Aktion machen. Das ist erlaubt, addiert sich dann natürlich nicht, ne? Aber ich darf eine Aktion mehrmals machen. Ich darf mich dann auch noch zweimal bewegen und dann auch noch einmal bewegen. Wie das ist, ist völlig egal. Ich habe das jetzt in chronologischer Reihenfolge gemacht, das ist aber völlig egal. Ich kann auch erst die 1er-Aktion machen, dann die 3er, ne? Das ist völlig wurscht. So, nachdem jeder Spieler dann seine 4 Aktionen gehabt hat und gegebenenfalls noch Orderkarten gespielt hat, kommt dann am Ende der Runde die Kampfphase. Und zwar betrifft das jedes System, wo mehr als 2 Spieler sind. Das heißt, in dem Fall hier würde Grün jetzt einfach diese Ortskarte kampflos bekommen. Hier würde Blau die Ortskarte bekommen. Nein, Entschuldigung, das ist der Mac vom Rot. Also sprich, hier würde ein Kampf ausbrechen und hier würde ein Kampf ausbrechen. Das wird dann nacheinander abgehandelt, also erst der Ort mit der kleinsten Zahl. So, und der Kampf ist relativ simpel. Man zählt die Stärken zusammen. Wir hatten ja schon gesagt, hier hat Blau 10 und Rot nur 4. Es darf aber jeder noch eine Kampfkarte oder eine Battle-Karte spielen. Die wird dann erstmal verdeckt hingelegt. So. Und dann würde beides umgedreht werden. So, jetzt hätte hier Rot hätte eine Plus-3er-Karte gespielt, bringt ihm trotzdem nichts, während er hier eine Karte ziehen darf oder ein Wells bekommt. Alle Gewinnerschiffe ziehen sich aus dem System zurück. Also hier müsste jetzt Blau komplett das Feld räumen. Das ist halt, um so ein bisschen das Balancing natürlich zu wahren. Das hätte Blau hier dauerhaft ein Vorteil und dann würde Blau eben diese Ortskarte bekommen. Hier das gleiche Spiel nochmal. Gehen wir mal davon aus, da würde jetzt Rot gewinnen, weil Blau hier mit seinem einzelnen Schiffchen nicht sonderlich Anstrengung nimmt oder irgendwas tun möchte. Das heißt, hier würde Rot seinen Mac zurückziehen und würde diese Ortskarte bekommen. Und hier hatten wir ja gesagt, Grün alleine im System bekommt diese Ortskarte, zieht auch seine gesamten Schiffe zurück. So, dann wird hier oben noch bei dem Alignments geguckt. Ja, wir zoomen mal etwas näher ran. So, und zwar sieht man ja hier, da gibt es nochmal ordentlich Siegpunkte, beziehungsweise hier unten Wells, je nachdem wie hoch die Alignments stehen. Jetzt sagen wir mal, das wäre hier irgendwie so. Dann würde Spieler Grün einen Credit bekommen, Spieler Blau würde einen Siegpunkt bekommen und Spieler Rot würde nochmal 3, 4 Siegpunkte bekommen. Und dann gäbe es eine neue Runde. Jetzt hat sich mein Kabel verhattert. So. Schwupp, Kamera steht wieder. Dann würde es hier neue Orte geben, um die es sich wieder zu betteln gilt. Einfach nochmal, weil es so schön ist, das coole Artwork hier zeigen. Und es beginnt eine neue Runde. Alle zerstörten Schiffe kehren wieder in den Vorrat zurück. Jeder Spieler hat wieder seine 4 Aktionsmarker, hat wieder am Anfang seiner Runde
eine Aktion bzw. plus eine zweite Aktion, eine von den Orderkarten, die er auf der Hand hat. Schaut immer, ob er den Vorteil des Ortes hat. Und so geht es eben wieder 4 Aktionen lang, bis die Runde vorbei ist. Danach wird sich wieder gebettelt. Danach wird hier oben wieder geguckt, wie viele Siegpunkte bekommt man durch die Alignments. Und das Ganze über 4 Runden. Und dann ist das Spiel vorbei und es wird geguckt, wer hat die meisten Siegpunkte, wer hat die meiste Ehre ergattert. Jo, das waren die Regeln zu Starship Samurai. Derweil wir hier zum Abschluss kommen, möchte ich euch aber noch mal ganz kurz ein bisschen die Minis zeigen. Zap, zap. Und vielleicht noch er hier mit seinem Umhang. Und der Mann mit der fetten Knarre muss auch noch mal sein. Der hat ein bisschen übertrieben. So, das waren jetzt aber wirklich die Regeln von Starship Samurai. Jetzt kommt wie immer mein Fazit. Jo. Die Regeln von Starship Samurai haben mich echt überrascht. Als ich den einen Abend die Anleitung durchgeblättert habe, ich packe sie mal eben aus, da war ich schon etwas überrascht, weil ich habe schon etwas erwartet in der Gewichtsklasse von Blood Rage oder Rising Sun. Aber die Anleitung, wenn man einfach mal hier durchblättert, seht ihr schon, das war's. Weil hier ist schon Story, hier sind schon, ist schon das Glossar. Ja, das ist nicht wirklich viel. Und als ich mir diese Anleitung so durchgeblättert und durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, 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 ob dieses dünne Regelwerk tatsächlich reicht, um so ein konfrontationslastiges Area-Control-Spiel tatsächlich zu halten oder um es zu stützen, da war ich skeptisch. Als wir dann aber gespielt haben, hat sich gezeigt, dass dieses dünne Regelwerk völlig ausreichend ist. Ja? Es gibt unglaublich viele taktische Möglichkeiten, an die man denken muss. Man hat nur diese 4 Aktionen pro Runde und man muss ganz genau überlegen, wann ich welche Aktion nutze, damit ich erfolgreich bin. Weil das Ganze wandelt sich in jeder Runde. Ja? Das Gute ist eben, dass man am Anfang seines Zuges den Benefit des Ortes bekommt, wo man eben gerade am stärksten ist. Das macht es unglaublich taktisch, weil man eben dran ist und man muss überlegen, was reicht bis zum Anfang meiner nächsten Runde? Was will ich für Vorteile aus den Orten ziehen? Was macht der Gegner? Ich muss an seine Max denken, ich muss an seine Schiffe denken. Dieses klug, direkt als erste Aktion mit seinen fetten Kreuzern in ein System zu fliegen, weil dann dort noch genügend Plätze da sind. Ja, das mag eine Strategie sein, aber genauso gut ist es nicht so gut, weil man sich dann angreifbar macht. Weil wenn ein Mech in ein System reinfliegt, er direkt ein Schiff zerstört. Das kann direkt der fette Carrier sein und. Also was will ich damit sagen? In diesem sehr dünnen Regelwerk stecken genug taktische Möglichkeiten, um dieses Spiel zu tragen. Das ist überhaupt kein Nachteil. Ich empfinde es sogar als einen Vorteil gegenüber zum Beispiel Rising Sun. Nicht falsch verstehen. Rising Sun ist ein Mörder-Area-Control-Spiel. Starship Samurai kann es nicht mit Rising Sun aufhalten. Das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Was ich damit sagen will, ist, dass es eine schöne Alternative ist, eben nicht diese stundenlange Regel erklären oder diese Epicness, die Rising Sun zum Beispiel auf den Tisch bringt. Starship Troopers ist ein geiler Film. Starship Samurai macht es eben anders. Es ist ein schnelles Spiel. Es ist flott gespielt. Ja, die Spieldauer, die auf der Verpackung steht, ich muss mal eben kurz schauen, 60 bis 90 Minuten, die ist too much. 60 Minuten ist das Limit bei dem Spiel. Ja, es sei denn, ihr habt da Grübler am Tisch, die erstmal ganz genau nachgucken müssen, was ist denn jetzt hier gerade anwach und wo gehe ich denn jetzt mit meinem Mac hin. Ja, also 60 Minuten ist die Obergrenze. Ja, weil es spielt sich eben flott. Man hat nur diese 4 Aktionen. Man muss ein bisschen überlegen, wie ich diese 4 Aktionen genau plane. Aber ansonsten spielt es sich sehr, sehr flott. Und das ist eben super, weil ich mir genau das erhofft habe. Ich habe mir gar nicht wieder so einen epischen Brecher erhofft wie Rising Sun. Ich habe mir einen sehr schnellen Schlagabtausch erhofft,
Ein sehr schnelles Spiel, ein sehr flottes Spiel, ein sehr intuitives Spiel, was aber trotzdem sehr viele taktische Möglichkeiten hat und wo man sich auf die Fresse gibt. Und genau das ist eben auch das, was mir an Starship Samurai, was ich mir davon erhofft habe und was es eben auch tut. Es ist ein Take-That-Spiel. Ja, man haut sich eben gegenseitig auf die Fresse und bitteschön, es geht um riesige Mechs. Ja, also wenn man sich in so einem Spiel nicht auf die Fresse gibt, dann weiß ich nicht. Ja, es gibt Karten, die halt direkt mal irgendwas tun, womit man dann eine gesamte Strategie zerstört. Aber sowas gehört in so einem Spiel für mich auch dazu. Ja, dass einzelne Karten, einzelne Überraschungsmomente über Sieg und Niederlage entscheiden. Ja, das, ja, man muss hier planen, überlegen, weil ansonsten hat man sowieso schon verloren. Ja, aber Karten, einzelne Aktionen, Spezialmanöver, wenn man auf die nicht achtet, können eben auch so eine Strategie hinwegmachen. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen. Auch diesen Take-Z-Gedanken mit, dass man sich wirklich ärgert und wirklich permanent auf die Fresse gibt. Auch das mag Leuten nicht gefallen. Mir gefällt das und für mich gehört das in so einem Setting dazu. Und es ist genau das, was ich mir von Starship Samurai erwartet habe. Okay, das waren erstmal ganz, ganz viele positive Sachen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Schmales Regelwerk, trotzdem viele taktische Möglichkeiten. Man muss genau überlegen, was man mit seinen vier Aktionen macht, denn das Spiel und die Gegner verzeihen keine Fehler. Es hat diesen wirklich massiven Take-That-Charakter. Man haut sich gegenseitig auf die Fresse, man zerstört die gegnerischen Einheiten, die Samurai, die Mechs, die Raumschiffe. Es hat viele fiese Taktikkarten, die halt eine gesamte Strategie zunichte machen können. Überraschungseffekte sind drin. Und das alles in einem relativ kleinen Rahmen und einer relativ kleinen Spieldauer. Das Material ist fantastisch. Das Artwork ist bombastisch. Ja, ich habe es euch im Regelvideo schon mal ganz kurz die Orte gezeigt. Die strotzen so vor Details. Ja, jedes dieser Artworks würde ich mir als großes Poster an die Wand klatschen oder als Kunstdruck. Das ist phänomenal, was hier an Artwork rausgehauen wird. Die Minis sind eine gute Qualität, reichen nicht an coole Mini und Not heran, das muss man sagen. Aber die Mechs sehen geil aus und das ist es doch. Karten sind in Ordnung, Token sind in Ordnung. Das ist alles soweit wirklich schönes Material, was Playdead Games hier reingepackt hat. Eine ganz kleine Sache gibt es zu kritisieren. Und zwar, die Mechs haben alle ein individuelles Aussehen. Man hat die Karte dementsprechend vor sich liegen. Das heißt, man kann schon seine Mechs identifizieren. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn es wie bei Rising Sun oder Blood Rage diese Ringe gegeben hätte, wo man die eben reinklickt, die Bases, damit man genau sieht, welcher Mech zu welchem Spieler gehört. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, die Übersicht zu behalten, vor allem, weil jeder Mech ja auch noch eine unterschiedliche Fähigkeit hat, ist es nicht so einfach. Man muss dann immer mal nachfragen, das war jetzt dein Mech und was konnte der nochmal? Ach ja, alles klar. Und das macht man eben die ersten 1, 2, 3 Runden lang. Das stört so ein bisschen den Spielfluss. Die einzelnen Fähigkeiten hätte man durch solche Ringe natürlich nicht gelernt, aber man hätte sofort gesehen, aha, der gehört zu dem Spieler, der gehört zu dem Spieler. Das wäre einfach optisch schön gewesen, ja. Ich glaube aber, dass es nicht der Riesenhals und Beinbruch ist, vor allen Dingen nicht, wenn man Starship Samurai mehrere Runden lang spielt und man dann irgendwann genau weiß, welcher Mech was tut. Genau. Ansonsten habe ich an dem Spiel echt nichts zu meckern. Also was man wirklich als negativ herausbringen könnte, ist eben, wenn man es als Negativpunkt sehen möchte, dass es eben diesen Moment mit den Karten gibt, also es ist ein Glücksfaktor dabei, nämlich von diesen Taktikkarten. Je nachdem, welche Karte man zieht, manche ist stärker, manche ist schwächer oder andersrum, manche bringt in einer Situation mehr als eine andere. Und dass man damit eben bestimmte Strategien zunichte macht, indem man direkt ein fettes Schiff zerstören kann. Ja, das mag man als Negativpunkt ansehen. Ich tue es nicht, weil ich finde, es passt hervorragend in dieses Setting rein. Und deswegen hat Starship Samurai für mich kaum Negativpunkte. Es ist nicht so bombastisch und so opulent wie Rising Sun, sowohl im Regelwerk als auch auf dem Tisch gesehen. Es macht alles eine Nummer kleiner und trotzdem ist es ein fantastisches Spiel, ein fantastisches Area Control Spiel, ein fantastisches Hand Management Spiel, ein fantastisches Take That Spiel, wenn man so will. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der auch auf dieses Setting steht, dieses wirklich fette Mech Samurai
Anime-Setting so ein Stück weit, wobei es keine Anime-Artwork hat. Da bitte jetzt nicht wegrennen, wer bei sowas allergisch reagiert. Und eine absolute Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Starship Samurai hat mich wirklich umgeblasen. Ich habe es mir wegen dem Setting geholt, ich habe mir ein cooles Spiel erhofft und es ist ein verdammt cooles Spiel bei rausgekommen. Wer auf das Setting steht, Leute, das Spiel ist ein Brummer. Ich vergebe ganz locker mal eben eine 9 von 10. Ja, und eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Danke fürs Einschalten. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal hier auf meinem Channel Castle Nerdskull.